So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise sind wir wieder da im Adventskalender und guckt euch den Louis an. Der ist schon wieder willig, ne? Nein! Hab ich. Also jetzt bleib doch hier, ich hab doch gar nichts gesagt. Da eben hat er doch da gehangen, hat sich gefreut, ne? Und jetzt, ne, ist er schon wieder weg. Wir fangen wieder an mit dem Adi seinem Adventskalendertürchen. Adi! Heute öffnen wir natürlich die Nummer 13, ja, und gucken mal, was da drin ist. Hoffentlich nicht die Fische, die rührt er nämlich immer nicht an. Ha! Und die Fische sind drin, guck, aber er kennt eh nichts, alles klar. Ah, die willst du erstmal selber gucken? Nee, hier. Ja, immer noch hier. Na, das interessiert dich wieder nicht. Warte, ich zeig dir gleich mal noch mehr. Und zwar, wenn ich es dir jetzt hier direkt präsentiere. Guck dir es an. Was ist denn jetzt? Hier willst du noch einen. Vielleicht fällt der andere ja nicht runter. Und wieder in die Hand reingerotzt. Was ist denn? Die sind doch gut. Die kann man doch essen. Kann man die nicht essen? Warum lässt du die immer übrig? Ich tue sie dir wieder hier rein, guck. Zack, Fische im Waschbecken. Ja, kannst du ja selber holen, wenn du möchtest, gell? Ich will dich ja jetzt nicht dazu drängen, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht warum, das ist auf jeden Fall voll der Durchbruch, ne? Gönnt euch Adventskalender, die haut auf jeden Fall richtig rein, wie man sieht. Und wir haben natürlich wieder unseren Bier-Adventskalender. Ich habe mir vorgenommen, den jetzt immer hier so hoch zu holen, weil das sieht man den wenigstens auch mal in voller Pracht. Ich bin müde. 13. Wo haben wir denn die 13? Die 13 ist... Hä? Die 13 ist hier drüben, okay. Wir machen das auf... ein Mönch. Jetzt müssen wir es trotzdem gleich wieder hinter uns stellen. Oder unter uns, oder... Ha, unter uns, wie bei RDL, ne? Wir haben ein... Klosterstarkbier. Ihr wisst schon, dass ich die Folgen immer einen Tag vorher produziere, dass ich das früh um 6 immer schön raushauen kann. Normal ist es um 6 ja nicht so hell wie jetzt. Das heißt, es ist, ich bin jetzt aufgestanden, tu das jetzt aufnehmen und dann kommt es am nächsten Tag. Das heißt, bei mir ist jetzt Samstag. Ich muss gleich den C-Day streamen, aber mir erstmal vorher ein Kloster Starkbier reinhauen mit 7,3%. Guckt euch aber erstmal den Stöpfel an, ne? Also den Kronkorken. Albiersbacher Klosterbräu, schön in grün, mit weißer Schrift, mit einem dicken Mönch drauf. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, ne, sag ich mal. Dann habt ihr aber wieder, im Gegensatz zu diesem kräftigen, bunten Deckel, einfach nur wieder so ein altes, pappiges, Etikett, keine Ahnung. Hier habt ihr auf jeden Fall im Hintergrund schön wieder diesen Hopfen, ne? Hier habt ihr sogar einen Hirsch, ne? Das ist aber schön detailliert. Auf der Gegenseite natürlich nochmal ein Hirsch und ein Hopfen. Dann habt ihr hier dieses Warnschild, dieses Warndreieck, in dem dieser Albiersbacher Klosterbräu-Mönch chillt. Plus eben Klosterstarkbier, also das hat was, das sieht aus wie ein Verkehrszeichen, wie ein Warnzeichen, wie was Brutales. Ihr habt auch hinten das Etikett, guckt mal, das sieht doch auch gut aus, oder? Klosterstarkbier, Hopfen, herb, Körper, vollmundig, Farbe, dunkel, Alkohol, zack, fast 8%, also das ist richtig brutal. 7,3 sind es halt nur. Ich meine, das ist schön detailliert, ja. Das ist freundlich, das ist ansprechend. Mich stört trotzdem wieder, dass es irgendwie so ein bisschen
alt und pappig aussieht. Und trotzdem gefällt mir das irgendwie. Ich würde... Ich glaube, ich kotze gleich noch hierher, wenn es so weitergeht. Ich würde trotzdem immer noch keine 5 Punkte geben. Ich würde trotzdem... Ist das ein Louis? Jetzt hat er die ganze... Ami, was machst du da? Wie es hier aussieht, überall fliegen die Handtücher rum, Mann. Jetzt hat er das Handtuch runtergeschmissen, hat sich's als Bademantel umgehangen und läuft damit noch durch die Gegend. Naja, das habt ihr vielleicht gesehen, ich nicht, was da hinten abspielt, sich abspielt. Das macht man halt, wenn man Fische kriegt zum Frühstück, braucht man nicht. Wie gesagt, mir fehlt trotzdem noch etwas, das heißt, ich würde keine 5 Punkte geben, 4 Punkte geben. Ist aber trotzdem gut, 4 ist auf jeden Fall stark, ja. 4 Punkte für dieses schöne Etikett, was hättet ihr gegeben, also... Jetzt kommt es aber auch auf die Farbe und den Schaum an. Cool. Dafür nehmen wir wieder unser Bier-Tasting-Glas her, füllen das einmal auf. Zack, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Klosterstarkbräu, genau. Klosterstarkbräu, so heißt es. Hat auf jeden Fall eine schön goldene, kräftige Farbe, wie ich jetzt schon sehe. Ich hoffe, da läuft nicht der Schaum die ganze Zeit runter und knallt überall hin. Das möchte ich nämlich nicht. Ja, die hüpf ruhig. Hüpf, gut ruhen, hüpf. Ja, wir stellen das mal kurz ab, da ist leider noch was drin. Trotzdem, guckt euch mal die Farbe an. Wie genial ist das denn? Und wie das sprudelt und oh mein Gott, die Schaumkrone wächst einfach weiter und läuft wieder runter. Warum denn? Ich hab doch aufgehört heute. Alles läuft die Hand entlang, das ist aber schön. Hat auf jeden Fall eine richtig geniale Farbe, sag ich mal dazu. Und das zirkuliert hier schön, die ganzen Perlen, die knallen da rum. Richtig heftig, so muss das aussehen. Farbe bei mir 5 von 5 Punkten, also das ist kräftig, das sieht schmackhaft aus, das ist heftig übertrieben, Schaumkrone auch am Start. Soll ich die schon wieder auf den Boden machen? Ich weiß es nicht, ich habe letztens das ganze Handtuch versaut. Wir können ja mal versuchen, wir müssen erst mal riechen, ja. Und toll, jetzt habe ich da gerochen, jetzt läuft es da natürlich auch runter. Ich glaube, ich muss das trotzdem runter machen. Wartet mal, wir machen es wieder so. Wupp. Zack. Und weg ist es. Auf jeden Fall haben wir einen etwas süßlichen Geruch sogar. Nicht bitter, nicht Spülmittel, nicht... Weiß ich nicht. Riecht eigentlich angenehm. Ich glaube, für den Geruch an sich würde ich sogar 5 Punkte geben. Ja, ich glaube, ich will, dass dieses Bier gewinnt. Deswegen muss ich so großzügig sein. 5 bei Farbe, 5 bei Geruch. Jetzt kommt es auf den Geschmack an. Hätte ich lieber beim Etikett auch 5 gegeben, aber da wusste ich noch nicht, was mich erwartet. Egal. Wir probieren mal einen kleinen Humpen. Okay, ich glaube, mit 5 Punkten wird das nix. Ich glaube, mit 4 Punkten wird das aber auch nix. Jetzt verkackt es wieder alles. Eben dachte ich noch, das macht das Rennen und jetzt geht wieder alles nach hinten los. Wir haben nämlich eine sehr brennend säuerliche Note beim Trinken, die beim Absetzen so richtig bitter ist. Schmeckt so richtig chemisch giftig, wieder so spülmittelmäßig im Nachhinein, also weiß ich nicht, da verzieht sich alles. Gut trinken ist anders, absetzen und genießen ist auch anders. Muss nochmal probieren. Es tut mir leid,
Ich kann leider... Boah, was gebe ich denn? Ein Punkt? Zwei Punkte? Das hat mir richtig gut gefallen. Aber jetzt, ich muss leider einen Punkt geben. Einen Punkt bei Geschmack. Tut mir leid. Das hat so gut vorgelegt, so viele Punkte geholt. Und jetzt beim Geschmack versau das einfach alles. Ich muss jetzt auf jeden Fall die Sauerei hier noch wegmachen. Muss das noch reintrinken. Muss dann den Stream starten. Bin ich mal gespannt, was das wird. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das muss ja noch fehlen. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses und Prost, ne? Oh.